Einen wunderschönen guten Morgen, einen Sonntagmorgen. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Wochenende. Es ist der 15. Dezember und ich komme gerade vom kalten Winter reingelaufen, habe mitgebracht Touchscreen-Handschuhe. Natürlich, wie das jeden Winter so ist. Das ist wieder ein Modell der Firma Mucho. Die entwickeln die jedes Jahr weiter. Ich habe die auch gefühlt jedes Jahr als Empfehlung hier. Ich habe nachgeschaut, es ist keine Empfehlung jedes Jahr, aber diese Handschuhe, die werden weiterentwickelt jedes Jahr. Die Neuerung für 2019 ist, dass es die jetzt in doppelt isoliert gibt, mit doppelter Wärmedämmung. So ein bisschen steif durchaus, dafür halt sehr, sehr warm und für diese skandinavischen Regionen durchaus angemessen. Ich meine, so Touchscreen-Handschuhe, die sind bei mir beruflich und privat ja durchaus in einem Mittelpunkt, weil iPhones und Kälte, da muss irgendwas gehen. Und dieses Modell toucht natürlich auf der kompletten Innenseite von den Handschuhen den Bildschirm oder die Watch oder das iPad. Ich treffe damit so präzise die Watch, dass ich Podcast-Werbung überspringen kann, was sehr, sehr gut ist. Sie sind ein bisschen steif durchaus, stoßen halt Wind, Wasser und Wetter ab. Also ich muss sie jetzt fast wieder ausziehen. Sie sind sehr warm. Für skandinavische Winter, aber auch so, wenn man mal durch den Schnee wandert, ist das eine sehr gute Empfehlung. Sie sind schlicht, finde ich. Ich finde sie immer noch im besten Sinne unauffällig. Und eine Empfehlung für als Zubehör für iPhones und Winter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Wochenstart und wir sehen uns morgen aber schon wieder.